einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich nicht in meiner gewohnten Umgebung zu Hause, sondern im Showroom von Wall for All, wo ich die Wand hinter mir gleich ein wenig verändern werde. Sie wird nämlich mit Wandkassetten bestückt und ich werde ein kleines Homeoffice errichten. Wie ihr das Ganze zu Hause nachmachen könnt und wie ihr mit modularen Wänden von Wall for All einen kleinen Teil eurer Wohnung abtrennen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Schritt 1 ist abkleben. Ich habe jetzt von der Fußleiste bis hier 1 Meter gemessen und hier werden später die Wandkassetten entstehen und die Wand hier oben wird gestrichen. Wenn ihr das Klappband abzieht, solange die Farbe noch nass ist, dann werden die Kanten schön gerade. Wir machen nun weiter mit den Wandkassetten. Was ihr dafür braucht, seht ihr hier. Montagekleber, womit ihr den gleich festklebt. Ihr braucht natürlich die Styroporleisten in der gewünschten Kerbung, wie ihr sie gerne hättet. Ihr braucht dazu eine Gehrungsleiste, mit der schneiden wir gleich die Leisten im 45-Grad-Winkel. Dann natürlich ein Block und ein Bleistift für die Rechnung gleich und einen Meterstab, um alles auszurechnen. Ich erkläre euch kurz, wie ihr die Wandkassetten berechnen könnt anhand unserer Wand. Am besten macht ihr euch dazu eine Skizze, dann habt ihr das anschaulicher vor euch. Unsere Wand ist 3,14 Meter lang und wir müssen uns vorher schon Gedanken machen, wie viele Kassetten wollen wir haben. In unserem Fall wollen wir 5 Kassetten haben, das heißt, wir haben insgesamt 6 Abstände. Ihr müsst nämlich die Außenabstände auch noch mit dazu zählen. In unserem Fall sind das eben, weil wir 5 Kassetten haben, 6 Abstände. Das heißt, wir kommen auf 60. Dann müsst ihr die 60 abziehen von der Gesamtlänge. Das ist dann je nachdem eure Summe, wie auch immer eure Wand groß ist. Und diese Summe, die da rauskommt, müsst ihr geteilt durch 5 rechnen oder eben geteilt durch die Anzahl von Wandkassetten, die ihr habt. Und das ist dann quasi die oberste Länge eurer Wandkassette. Das gleiche Spiel macht ihr auch nochmal mit der Längsseite eurer Wandkassette. In unserem Fall sind das hier 1 Meter. Wir wollen ja oben 10 cm haben und unten 10 cm. Das heißt, ihr rechnet 1 Meter minus 20 cm, also 10 oben, 10 unten. Und dann kommt ihr auf 80 cm. Das ist dann die Länge eurer Wandkassette. Wichtig ist, dass ihr da quasi bei der Rechnung immer die Maximalrechnung nehmt. Also wenn ihr nachher bei der Gehrungsschneide eure Kassette ansetzt, ist quasi die längste Seite die, die ihr messen müsst und nicht die kürzeste Seite. Wenn ihr zwischen den Leisten noch Lücken habt, könnt ihr die einfach mit Acryl füllen. Ich mache das jetzt einfach so, dass ich das immer auf meinen Finger auftrage und dann quasi direkt hier in die Spalten reindrücke. Dann müsst ihr das nur noch verstreichen und dann sieht man später dort keine Lücke mehr. Die Wand
Rand ist gestrichen, die Kassetten sind dran und während die Farbe trocknet, möchte ich mit euch die Zeit nutzen, um eine Wand von Wall for All zusammen mit euch aufzubauen. Die Wand ist auch hier schon in ihren einzelnen Elementen aufgestellt und wie kinderleicht es ist, sie zusammenzubauen, zeige ich euch jetzt. Ich erkläre euch nun die einzelnen Teile, die mitgeliefert werden bei eurer Wall for All. Ihr fangt an mit dem Starterelement, das wird in der Wand verschraubt. Dann habt ihr zwei Schwellen, eine für den Fußboden und eine für die Decke, die werden auch verschraubt. Dann habt ihr die Wandelemente, die werden später wie mit Nut und Feder aufeinander geschoben. Und dann habt ihr noch das Eckelement, das wird später an die Vorderseite verschraubt. Das ist dafür da, dass ihr quasi dahinter auch noch Elektroinstallationen verstecken könnt, wenn ihr möchtet. Wir haben uns für die Gipskarton-Variante entschieden, weil das für uns die leichteste Möglichkeit war. Wir konnten die direkt verputzen und haben so die Wandkassetten angebracht. Ihr könnt die natürlich auch tapezieren, bei der Gipskarton-Variante sind euch da keine Grenzen gesetzt. Zusätzlich gibt es aber auch noch ein Glaselement, was es euch ermöglicht, in kleine Räume noch mehr Licht zu streuen. Das Gute an der Wall for All ist, dass ihr quasi alles direkt mitgeliefert bekommt und euch um andere Sachen keine Sorgen mehr machen müsst, wie beispielsweise die Schrauben. Hier ist quasi alles schon in einem Set drin. Ihr fangt mit den untersten Schrauben an. Das sind die, die dann in die Schwellen eingeschraubt werden. Und die Schrauben, die ihr oben habt, werden dann später in die Elemente verschraubt. Als ersten Schritt nehmt ihr euch die Schwelle für den Fußboden und müsst, wenn ihr zu Hause auch Fußleisten habt, dort eine Kerbe ausschneiden. Am besten macht ihr das mit einer Stichsäge und misst einfach hier den Abstand der Fußleiste und die Höhe der Fußleiste und das wird dann hier später ausgeschnitten. So, wir haben die Fußleiste nun ausgesägt und jetzt geht es ans Verschrauben der Schwelle. Ich habe mir hier schon drei Schrauben zurechtgelegt, die hier gleich durchgeschraubt werden. Wir haben hier unter eine Holzkonstruktion, das heißt, wir schrauben Holz auf Holz. In dem Fall müssen wir nicht extra dübeln. Es sind aber in der Packung auch Dübel dabei. Falls ihr das nicht haben solltet, könnt ihr die Dübel nutzen. Hier sind auch übrigens keine Löcher vorgeschraubt oder vorgebohrt, was damit zusammenhängt, dass ihr selbst darauf achten könnt, ob ihr zum Beispiel eine Fußbodenheizung habt und dann an anderen Stellen schraubt. Weil ich direkt schon dabei bin, verschraube ich auch gleich die Deckenschwelle. Die Schwellen kommen übrigens mit einem Schallband, was den Schall entkoppelt. Und die kommen auch schon auf Maß, genauso wie eure Wand. Hier in Waage steht, denn an diesem Element wird die ganze Wand ausgerichtet. Also nehmt euch hier ruhig mehr Zeit, alles danach ist nämlich super easy. So, ich hatte mir beide Schwellen ja schon vorbereitet. Ich habe auch schon die Schrauben hier reingeschraubt und werde sie jetzt einfach nur noch mit dem Boden verbinden und mit der Decke. Verschraubt. Schaut, dass ihr immer bei jedem Meter ungefähr eine Schraube setzt. In meinem Fall sind das drei Schrauben. Wenn wir das geschafft haben, werden die restlichen Elemente nur noch aufgeschoben. Hier ist übrigens dasselbe Spiel wie auch bei der Schwelle. Wir haben hier eine Holzkonstruktion, deswegen schrauben wir direkt in die Wand. Wenn ihr keine Holzkonstruktion dahinter habt, braucht ihr auf jeden Fall Dübel. Die sind aber wie gesagt in der Packung dabei. Liegt ungefähr 25 Kilo. Wenn ihr das alleine nicht tragen könnt, holt ihr euch entweder Hilfe oder in meinem Fall, weil ich jetzt hier alleine bin, mache ich einfach den Trick, dass ich das kippe und dann ziehe. Alternativ könnt ihr zum Beispiel auch hier eine Wolldecke hinlegen, das draufheben und dann mit der Wolldecke zusammenheben, dann macht ihr euch keine Kratzer in den Boden.
Ihr habt in eurem Starterelement ja die Nut und hier die Feder. Das heißt, ihr hebt die Feder jetzt hier auf eure Schwelle auf, bis sie quasi hier aufliegt und dann geht ihr auf die andere Seite und müsst einfach nur noch das Element nach vorne schieben. Jedes Element ist beidseitig beplankt und hat in der Mitte auch Glaswolle für den Lärmschutz. Wir haben jetzt das Wandelement in das Starterelement reingeschoben. Das heißt, die Feder vom Wandelement ist jetzt in der Nut vom Starterelement. Um die beiden zu verbinden, nutzen wir die Elementschrauben und verschrauben die hier auf Höhe der vorherigen Schrauben. Wir haben jetzt die Elemente miteinander verschraubt und jetzt verschraube ich noch das Element mit der Schwelle. Noch ein kleiner Hinweis zu den Schrauben. Setzt die Schrauben ein bisschen tiefer rein. Bei der Basic-Variante werdet ihr nämlich später darüber verspachteln und die Schrauben, die ein bisschen rausstehen, wird man später sehen. Wichtig ist am Ende, wenn das letzte Element draufkommt, dass ihr nochmal kontrolliert, dass unten die Schwelle bündig ist. Das wird zwar alles schon maßgenau zu euch geliefert, aber es ist nur eine Kontrolle für euch selbst. Hier oben ist übrigens extra ein Kabelkanal eingearbeitet. Ihr könnt also schon während der Montage hier eure Kabel durchführen, wenn ihr zum Beispiel in der Wand Steckdosen montieren wollt. Jetzt kommt noch das Eckelement und das wird dann gleich hier mit der Nut verschraubt. Ihr drückt quasi gerade die Feder gegen die Dämmung, das heißt am besten stützt ihr das mit einem Knie oder holt euch Hilfe und jemand hält oben fest, während ihr schraubt. Und so schnell habt ihr eure Wall for All aufgebaut. Als kleines Timing für euch, für jedes Wandelement braucht ihr ungefähr 5 Minuten Aufbauzeit. So könnt ihr euch ausrechnen, wie lange eure Wand dauert. Wie ihr gesehen habt, ist es super easy, so eine Wand bei euch selbst hochzuziehen und auch ein kleines Homeoffice zu errichten. Wenn ihr nun auch Lust bekommen habt, eine Wand zu bauen, dann geht ihr einfach auf wallforall.com, könnt dort im Online-Konfigurator eure Wand konfigurieren. Egal ob Handwerker oder Heimwerker, ihr könnt euch auch gerne einen Beratungstermin buchen und eure Wand wird dann bis zur Haustür geliefert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten schaut gerne bei meiner Seite vorbei oder bei der Wall4All-Seite. Wenn ihr jetzt Lust habt, das selber zu machen, legt los. Viel Spaß, auf Wiedersehen!